hallo und einen recht schönen Abend auch von mir aus unserem schönen neuen Studio. Heute geht es zuerst einmal um deine Oma alleine Maus gewinnt. Du meinst sicher, weil nächste Woche der Welt-Oma-Tag ist, richtig? Ja, genau das meine ich. Denkt alle daran. Welt-Oma-Tag am 20.10. Schöne Geschenke besorgen. Guck mal, da ist ja deine Oma. Oh ja, das ist meine liebe Oma Sabine. Die ihre Füße würde ich unter Tausenden errüsseln, ja? Oh, guck mal, kleines Mausgewitz. Hier ist unsere Gastmoderatorin, Molly. Hallo zusammen, schön, dass ich heute dabei sein darf. Wir waren ja heute schon zusammen am See. Da sind wir eine ganz hervorragende Acht gelaufen, damit der kleine Schröder das Zählen bald lernt. Ja? Aber Spaß hatten wir auch jede Menge, oder? Na klar, weil ohne Spaß kann man ja schließlich nicht lernen. Ja, das sehe ich auch so. Ich hatte eine Menge Spaß mit euch. Aber mit der Paula war auch nicht schlecht, oder? Noch mal eine Runde durchs Wasser getappert. Boah, also ich fand es ja schon ein bisschen frisch, wenn ihr mich fragt. Ach, kleines Mausgewitz, sei doch nicht so ein Waschlappen. Gibt's denn sonst noch irgendwas Neues, Schröder, zu berichten? Du meinst, abgesehen davon, dass ich meine Ohren nach hinten rollen? Doch natürlich! Ich war doch gestern wieder in der Hundeschule und hab meinen kleinen Bruder Jack wieder getroffen. Der hieß ja mal Gizmo, weißt du? Na klar weiß ich das noch. Hab mir den kleinen Frosch ja auch ein bisschen genauer angekickt. Der sieht irgendwie immer mehr aus wie meine Mama. Findest du nicht auch, kleines Mausgewitz? Ja doch, die Fellfarbe kommt deiner Mutti schon näher. Du siehst ein bisschen mehr aus wie der Papa Bobo. Guck mal da, kleines Mausgewitz. Die anderen Hunde waren voll lustig. Die sind noch in die Wanne reingekommen. Aber ich hab's nicht mehr geschafft. Aber trotzdem bin ich ordentlich voll dreckig geworden, siehst du? Hast du wirklich ganz großartig gemacht. Ordentlich voll gesnoddert. Froher? Froher? Was sagt denn das Wetter, alter Frosch? Mach ich, Robert. Das waren die Bulli-News für heute. Macht es gut. Tschüss, bis bald.